Hey Freunde, willkommen zurück bei Siedler 1, Mission 26. Sehr ungewohnt, dass ich es auf einmal sagen darf. So, willkommen zurück. Hier oben sieht's gut aus. Er baut hier unsere Grenze aus und hier baue ich es auch noch aus. Und es sieht eigentlich brillant für uns aus. Wirklich brillant. Hier oben geht es dann auch noch weiter. Hier haben wir nämlich es geschafft, dass er gedrückt ist. Sehr schön. Vorteil für uns. Er fängt jetzt schon mal an hier. Oh, der hat schon einen Leutnant, habe ich gerade gesehen, hä? Der ist gerade da reingelaufen. So im Augenwinkel. Wir wollen das natürlich auch irgendwie schaffen, dass wir einen bekommen oder zwei. So, jetzt ist erstmal hier oben fertig. Der wird wahrscheinlich versuchen, hier ans Stein ranzukommen. Dem wird es auch demnächst ausgehen. Obwohl, er baut hier richtig schön viel Gold ab, was ihm nicht viel bringen wird. Nee. Da mache ich ihm einen Strich durch die Rechnung. Der kann ja nicht mal richtig angreifen hier. So, hier oben bauen wir ja auch noch weiter. Jetzt können wir uns mal den wichtigen Sachen im Leben widmen. Wir brauchen nämlich Holz. Und dafür würde ich sagen, werden wir hier unten direkt anfangen abbauen. Da müssen wir erstmal hier rauskommen. Und bauen hier erstmal einen Außenposten hin, dass wir hier was erreichen können. So, einmal hier anbauen. Die Lage ist ein bisschen blöd hier für mich. Für ihn natürlich noch beschissener. Mich jetzt auch treffen können, dass ich hier oben bin. Und er hier, okay, ich wäre hier rausgegangen überall. Hier. Also ich wäre geflüchtet. Ich hätte geguckt, dass ich mich irgendwie ausbrennen kann. Jetzt nicht so wie der hier. Der hat überhaupt nicht geguckt. Selber Schuld, Pech gehabt. Aber wir werden den Fehler nicht machen, ist ja wohl klar. So. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier... Moment, Gebäude besetzt. Was ist passiert? Haben wir irgendwas geschafft? Okay, er baut hier ein Holzfällerlager hin. Ich habe gedacht, er möchte hier vielleicht sein Gebiet erweitern, wird aber nicht. Stimmt, so nah auf dem Land geht es ja gar nicht. Aber ich werde hier hingehen und werde nochmal erweitern. Hier oben ist ja klar. So. Und den Weg werde ich hier unten entlang ziehen. So, ich denke, ich werde ihn soweit jetzt eingedämmt haben. Für meine Verhältnisse sehr gut. Er kommt hier nirgends raus. Das ist prima. So, ich würde sagen, wir haben ihn unter Kontrolle. Und können uns jetzt eigentlich darauf konzentrieren, dass wir... Ja. uns jetzt hier mal erweitern hier unten. Ich wiederhole mich gerade, ich weiß. Aber es freut mich halt, dass ich so weit gekommen bin. Dass ich es hinbekommen habe. Bis zur Mission 26 zu kommen und dass diese Mission 26 so einfach für mich ausfällt, weil ich habe immer wieder Angst, dass es mal nicht so sein könnte. Und deswegen freut es mich gerade irrsinnig. So, da könnte man vielleicht mal hier ein paar Geologen ringsrum schicken. Wenn wir schon mal hier sind, haben wir ja ein paar. So, einfach mal ein bisschen aufs Land jagen. Vielleicht hier noch und hier oben. Einfach ein bisschen anstechen lassen, was es hier so gibt in der Gegend. Vielleicht da oben noch, hier noch. So. Ah, hier haben wir echt zugemacht, das freut mich. Ah, da hat er Eisen, okay. Also der hat auch einiges, aber er wird nicht viel Landwirtschaft betreiben können hier oben. Also er wird seine Minen nicht wirklich mit Nahrung versorgen können. Das schafft, denke ich mal, nicht. So, Gebäude besetzt. Sehr gut. So. Ich hoffe ja auch, dass wir vielleicht ein bisschen Gold hier finden werden, hier unten. Oder dort am Berg vielleicht, je nachdem. Werden wir sehen. Also ein bisschen was muss es ja geben hier in der Gegend, oder? So, jetzt quetschen wir den aber erstmal hier weg und den werden wir hier auch wegkriegen vielleicht sogar. Wir werden sehen. Unser Stein. Du bekommst nicht mal Holz, mein Freund. Außer hier vielleicht ein bisschen, aber wird dir nicht viel bringen. Ich glaube, ein Stein wird da auch nicht gerade irgendwie rankommen, weil jetzt hat er überall Gold gebaut, der Trottel. Und das sollte man vielleicht auch haben für gewisse Gebäude, ne? Und irgendwann mal geht dir das Zeug aus.
So, jetzt schauen wir mal, was sie hier finden, die Geologen überall. Oh je, bis jetzt sieht's richtig scheiße aus. Im Prinzip haben wir jetzt gar nichts bis jetzt. Shit. Eisen. Okay, das ist schon mal gut, ein großes Vorkommen. Werden wir hier vielleicht noch ein bisschen mehr suchen lassen. Verstärkt Eisen suchen hier unten. Hier haben wir Kohle. So, da kommen schon wieder ein paar Soldaten von uns. Sehr schön. Dun, 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 dun. Ja, lass ihn ruhig ein bisschen Holz fällen. Bringt ihm eh nicht viel. So, hier oben sind wir auch fertig. Ach du Scheiße. Geil. Nochmal ein Geologe. Haben wir noch ein paar Hammer? 6. Sehr gut. Gebäude besetzt. So, wie gesagt, hier können wir jetzt eigentlich hingehen und können einmal hier einen Baumknutscher irgendwo hin machen. Moment, den tun wir vielleicht etwas zentraler setzen. Können wir gerade noch nicht. Scheiße, wir müssen erstmal abholzen, ne? Okay, erstmal abholzen anfangen. Einmal hier. Einmal vielleicht dort. Und dann können wir vielleicht nachher mittig noch einen Baumknutscher hinsetzen. Sägen lassen sollte man es irgendwo noch, hm? So muss es vielleicht hier machen. Wenn wir schon mal da sind. So, und dann können wir gleich da rüberbringen, das Holz. Zum Sägen. So, da ist gleich auch noch für Holznachschub gesorgt. Hier kommen meine Soldaten schon. Oh je. Das sieht eng aus für den. Ohne Scheiß, Mann. Bah. Der kann von mir das Gold abbauen, so viel er will. Er hat ja nicht mal was zu essen. So, jetzt wird hier gleich noch dicht gemacht. Hat er noch weniger Platz. Jetzt wird's eng. Oh Mann. So ein Anfang liebe ich. Wir können auch mal kurz auf der Karte schauen, wie es aussieht. Aha. Schön eingequetscht hier. So, Gebäude besetzt. Unser Land. Da könnte man nochmal eins hinsetzen. Ach du Scheiße, das können wir auch später noch machen, bevor es er macht. Ach komm, wir haben doch genug Material jetzt wieder. Passt doch. Stein haben wir genug, alles. Genug Soldaten. Ich quetsch dich. Wie eine Fliege. Oh. Hier lohnt sich schon mal Eisen abbauen. Sehr gut. Dann können wir nämlich auch hier anfangen mit Schmelzen dann in dem Fall. Bauen wir einmal hier gleich die Schmelze hin. Schmelze und dann will ich gleich noch hier die Waffenschmiede. So, und wenn wir dann hier die Waffenschmiede haben, baue ich hier ein Lager. So, genau. Und werden hier auch gleich noch die Versorgung machen, also sprich, wir machen mal Felder. Oder wo sollen wir die hinsetzen? Die können wir auch da hinsetzen, wenn wir wollen. Auf die Seite. Jetzt hat es gehupt. Was ist? Kohle? Ah, sehr schön. Kannst du gleich noch ein bisschen weiter suchen hier oben. So. Kohle, Kohle ist gut. Wo war ich stehen geblieben? Also Lager. Wollte ich hierher bauen, genau. Dann möchte ich hier meine Felder haben. Vielleicht da. Machen wir zwei Stück vielleicht. Einmal
Und zweimal. Da ist es. Gut. So, dann tun wir sie gleich verbinden. So, dann brauchen wir einmal noch eine Mühle. Und nochmal eine. Moment. Die setze ich am besten. Die Bäckerei möchte ich gerne hier oben nämlich machen. Am besten hier auf der Seite. Moment. Ah, ich weiß, wie ich es mache. Ich setze die zweite Mühle hierher. Und werde eine direkte Verbindung schaffen zu der. So, passt. So, und jetzt werde ich hier oben eine Bäckerei hinsetzen. Ein Bäck. So, und werde das natürlich hier auch noch verbinden. Machen wir aber eine Kreuzung hier rein. Perfekt. So will ich es haben, ne? So passt's. Hier ist dann das Endprodukt und kann direkt hier rüber zu meinen Minen laufen. Also zumindest mal zur Eisenmine. Der Rest verteilt sich ja dann von alleine. Je nachdem, wo wir jetzt noch was finden. Bisschen Kohle vielleicht noch irgendwo. Vielleicht hier oben noch. Kommt schon. Sucht meine kleinen Siedlerfreunden. So, Gebäude besetzt. Dem fehlt jetzt hier das Holzfällerlager noch. So, und dann werde ich hier natürlich an die Front noch etwas Großes bauen. Das ist jetzt so ein Langzeitprojekt. Da können sie jetzt dran rumarbeiten, wie sie wollen. Ah ja, scheiße. Nochmal neu. So. Einmal so und einmal nach da drüben. Weil ich denke, hier werden sie jetzt vorerst kein Gebäude hinbauen können. Einfach zu meiner eigenen Sicherheit noch. Und Soldaten habe ich genug zum Besetzen. Weil arg viel brauche ich jetzt auch nicht mehr bauen. Außer jetzt hier die ganze Verbindung mit den Minen und mit den Schmelzereien. Und ich hoffe, dass wir hier noch irgendwo ein bisschen Kohle bekommen, ey. Alter Schwede, Mann. Müssen wir erstmal kurz schauen, ey. Schieben wir hier noch einen Geologe raus. Hier unten vielleicht nochmal schauen. Hier ist ja schon mal ein Ansatzpunkt, dass es hier vielleicht Kohle gibt, ne? So, lass mich hier noch suchen. Da noch. Kohle! Ich brauche unbedingt Kohle. Ach, die stehen schon. Ach, die fällen schon. Ach so. Ah, jetzt. Wird doch mal Zeit hier. Geologen, kommt aufs Land und sucht mir die Kohle. So. Der ist auf halb. Wieso? Gut, ich denke nicht, dass der mich angreifen wird. Nee, auf gar keinen Fall. Sag mal, du baust so viel Gold ab und kannst es gar nicht benutzen. Ich glaube, er denkt, weil er jetzt so viel Gold abbaut, würde ich ihm nichts machen, oder was? Alter, ich müsste dich nur einmal anhusten, dann bist du weg. Okay, militärisch ist er besser, weil er auch die Goldminen gebaut hat, ganz klar. Gebäude hat er auch mehr. Hey. Wird sich aber auch bald ändern. Eisen gefunden. Auch nicht schlecht hier unten. Können wir nochmal ein zweites dann machen. Jetzt müssen wir sie sowieso erstmal hier überall bauen lassen, damit sie mal fertig werden. Jetzt muss ich ein bisschen langsam machen. Ich kann jetzt nicht da 1000 Baustellen anfangen und... Das geht mal voll nicht, deswegen warte ich jetzt erstmal ab. Bisschen mal das Essen hier. Oh, Kohle. Das ist gut. Also schick mir nochmal ein paar her. Sucht! So. Wir
könnte ja dann hier irgendwo nochmal einen Außenposten hinsetzen. Aber so wie es aussieht, wird hier unten auch noch ein bisschen Kohle gefunden. Jetzt haben wir keine Geologen mehr. Sowas aber auch. Also hier gibt es überall, aber nur kleine Vorkommen bis jetzt. Bringt mir leider nicht viel. Hey, Holz! So, was haben wir? Stamm 2 Stück. Ah, hier ist auch nochmal. Aber Kohle fehlt noch. Das brauchen wir noch unbedingt. Jetzt hat er die abgerissen hier. Na ja, klar. Da hast du noch Stein. Kannst du hier auch noch hinbauen irgendwo. Oh, scheiße, Mann. Sag mal, geht dir die Flitzpiepe? Du wirst hier nicht rauskommen, das weißt du, ne? Da brauchen wir auch gar nicht versuchen anzugreifen hier. Oh, Kohle, großes Kohlevorkommen. Sehr schön. Dann werden wir natürlich hier das Gebiet noch etwas erweitern. So. Können wir das Fähnchen hier raussetzen. Machen wir hier noch mal ein paar aufs Land. Vielleicht finden sie ja noch ein bisschen was. So, Gold haben wir leider noch keins. Dann müssen wir erstmal den ganzen Berg noch umgraben wahrscheinlich, dass wir das finden werden. Boah, großes Vorkommen. Okay, gut, dann mache ich ein kleines Päuschen. Und dann denke ich mal, im nächsten Part werden wir dann hier mal die Höfe fertig bekommen. Ja, sieht gut aus. Sie sind kräftig am Bauen. Und auch meine zwei Kohle. Ah, hier unten gibt es auch noch ein bisschen Kohle. Ein großes Kohlevorkommen. Na, aber hallo. Das bedeutet ja Gutes für uns. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin. Schönen Tag noch. Ciao.